Shakespeare und Pflanzen. In Shakespeares Stücken spielen Pflanzen eine ganz zentrale Rolle und es kommen etwa 120 Pflanzentaxa darin vor. Interessant ist, dass er sie einerseits dazu nutzt, um Jahreszeitenwandel anzudeuten in seinen Stücken. Wenn er zum Beispiel irgendwo schreibt, über den kalten, trockenen Weizenfeldern weht ein Wind, dann ist es Herbst bis Winter. Wenn er dann über Frühlingsblüher schreibt, im Sommernachtstraum, ist es klar, ist es Frühling. Aber er nutzt sie auch in einer anderen Weise, um gewisse Stimmungen darzustellen. So ganz typisch, wenn er diese begrenzten Personen zeigt, zum Beispiel Hamlet, der die verwirrte Ophelia, kurz bevor sie in den Wahnsinn übertritt, sieht, dann schreibt er, dass sie fantastisch mit Kräutern und Blumen geschmückt sei. Sie überreicht ihrem Bruder ein Vergissmeinnicht als Andenken, hat aber gleichzeitig auch Akelei und Raute als Zeichen der Trauer dabei. Und so hat diese Blumenwelt bei Shakespeare eine ganz eigene Aussagekraft. Und es ist hochinteressant, und da arbeiten eben Philosophen, Anglizisten, Biologen zusammen, um zu entschlüsseln, wie diese Pflanzen eingebunden waren, einerseits in Shakespeares Stücke, aber natürlich auch in die Verständniswelt seiner Zuschauer. Weil er hat ja mit Bildern gearbeitet, die bei jedem Zuschauer, wenn die Pflanze in der entsprechenden Weise genannt wurde, ein entsprechendes Bild, eine Stimmung hervorgerufen hat. Ich freue mich, dass wir diese Ausstellung jetzt hier nochmal zeigen, mit über 20 Tafeln zu verschiedenen Themen, Pflanzen in Shakespeares Werk.